Die Länderspielpause ist Geschichte, die Bundesliga ist zurück mit dem 8. Spieltag und nicht nur die Bully ist wieder da, sondern auch das Orakel himself. Er ist quasi die Krake-Paul, die Krake-Paul vom Kicker, Mario Krischel. Hallo Marc, ja, schön wieder hier zu sein. Ja, du musst, as always. Ja, und du musst vor allem jetzt wieder liefern, weil letztes Mal, Freunde, hat er dreimal richtige Differenz, fünfmal richtige Tendenz. Damit führst du auf jeden Fall im Ranking und musst auf jeden Fall, die 9 musst du voll machen heute, ne? Ja, hätte ich da mal Geld drauf gesetzt. Tja. Scheiße. Wäre Fahrradkette, wie Lothar Matthäus sagen würde. nee, aber wirklich, ja. Fast alle Spiele vom Spielausgang her hattest du richtig, außer bei dem du dich eigentlich auskennen müsstest, bei den Bayern. Bist ja Bayern-Reporter. Also, ja gut, die sind halt unberechenbar. Die sind aktuell aber wirklich unberechenbar. Da muss man dich tatsächlich in Schutz nehmen. Wir gucken natürlich gleich auch auf die Krisen in den Bayern ganz genau. Vorher der Hinweis nochmal für euch. Da, wo die Bayern eigentlich gerne stehen würden, da steht Union Berlin. Und über die haben wir gestern gesprochen, bei Was geht Bundesliga. Nico Gieselmann war zu Gast und hat über die Tabellenführung gesprochen, wie lange sie sich da vielleicht oben halten können und ob dieser defensive Union-Fußball überhaupt Spaß macht. Also auch darauf hat er geantwortet. Schaut da gern mal rein. Und natürlich wie immer, lasst uns ein Abo und aktivierte Glocke da. Und den 8. Spieltag eröffnest du, Mario, im Stadion. Die Bayern empfangen Leverkusen. Dann haben wir Samstag unter anderem Köln, Dortmund und die Eintracht gegen den Spitzenreiter, gegen Union Berlin. Also schöne Partien auf jeden Fall wieder dabei. Und bevor wir tippen, seid wie immer ihr dran. Wie enden die Spiele des 8. Spieltags? Ab mit euren Tipps in die Kommentare. So, Freitagabend. Die Bayern gegen Leverkusen ist eigentlich gefühlt ein Samstagabend-Topspiel, aber schon Freitag und da ist Druck auf dem Kessel und zwar bei beiden. Glaubst du, die Bayern rehabilitieren sich gegen Bayer? Das glaubt zumindest Julian Nagelsmann. Aber ich habe es ja eben schon gesagt, also aktuell ist Bayern so ein bisschen unberechenbar. Also ich finde es ultra schwierig. Es ist ja bei beiden, wie du gesagt hast, Druck auf dem Kessel und spielt der 5. gegen den 15. Das hätte man vor der Saison auch nicht gedacht. Und es ist auch so ein bisschen Schicksalsspiel für beide. Ne? Ich glaube, weder auf der einen noch auf der anderen Seite wird ein Trainer entlassen nach dem Spiel. Das kann ich mir nicht vorstellen. Aber wenn die Bayern das nicht gewinnen, dann geht es halt nächsten Samstag nach Dortmund. Boah. Und wenn sie das dann wiederum nicht gewinnen, dann vermag ich noch keine Prognose abzugeben. Aber die Bayern waren natürlich gerade in solchen Phasen, so hat man das ja immer gesagt, ein angeschossener FC Bayern ist ein gefährlicher FC Bayern. Ich bin mir nur nicht so sicher, ob das auf den FC Bayern mit Nagelsmann zutrifft, weil wir haben ja so ein bisschen dieses Hierarchieproblem. Ja? Ich weiß aktuell nicht, wer ist so der Leader. Kimmich würde es gerne sein, spielt aber ein bisschen zu abenteuerlich. Neuer ist im Tor, aber sehr leise. De Ligt wurde als Abwehrboss geholt und ist überhaupt noch gar kein Stammspieler. Und vorne wechseln alle immer mal wieder die Position. So, Müller weiß gar nicht, wo er hin soll. Und es fehlt diese klare Achse und es fehlt vorne der klare Stürmer. Weshalb ich aktuell, also sind die Bayern für mich zu allem gut. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass Leverkusen den Bayern den Gefallen tut und da ins Verderben rennt. Das glaube ich auch nicht. Wobei, du hast gerade schon angesprochen, angeschlagener FC Bayern ist auch ein gefährlicher FC Bayern. Und wir erinnern uns an die letzte Saison, da hat nämlich Leverkusen das zu spielen bekommen, an 1-5. Das Fass mit der Nummer 9, das brauchen wir gar nicht mehr aufmachen, weil das ist offen. Das ist einfach ein ernsthaftes Problem. Das hat man einfach zu deutlich die letzten Spiele gesehen. Und ich gehe mal davon aus, die Leverkusener werden jetzt auch schon ein Augenmerk eher auf die Defensive legen in München, weil da haben sie eben ihre Probleme. Das heißt, es wird jetzt auch nicht unbedingt einfacher, die Ketten auseinander zu spielen. Ich kann ja einfach mal anfangen. Also ich glaube tatsächlich auch, dass die Bayern dieses Spiel nicht gewinnen werden. Ich glaube, es gibt ein 1-1. Denn Leverkusen kann dann auch schön kontern und das können sie, wenn sie nicht gerade alle Chancen vergeben. Diaby, Frimpong, Hudson-Odoi, sie haben unglaublich viel Schnelligkeit. Deswegen glaube ich, gibt es auch da für die Bayern keinen Sieg. Mhm. Ja, Chancen aus, das ist ein gutes Thema. Das können die Bayern ja auch gerade wie kein Zweiter. Ich sage einfach mal, dass beide Teams ihre Chancen nutzen. Und weil ich Bock drauf habe, deswegen sehen wir ein 5-3. Ein 5-3. Okay, Wahnsinn. Also der Mann tut gerade alles dafür, dass er nicht so gut tippt wie beim letzten Mal. Oder einfach mit dem 4-2 war ich nur knapp daneben letztes Mal bei Frankfurt. Das stimmt. Auswärts Frankfurt, Bremen, hast du 4-2, ja. Ist ein 4-3 geworden.
Naja, schauen wir mal. Ja, Naja. hast du ja schon gesagt, es ist ein Hoffnungstipp. Also am Freitagabend bei Kälte im Münchner Stadion wird das natürlich euch alle auf der Pressetribüne erwärmen. Schöner Tipp, schöner Tipp. Schauen wir mal, was da am Ende bei Dankeschön. rumkommt. Aber wir sind natürlich wirklich gespannt. Ein sehr wichtiges Spiel für beide Mannschaften. Und das gilt natürlich auch für RB Leipzig gegen den VfL Bochum und die Premiere auf der Trainerbank vom VfL für Thomas Letsch. Ja, schwierig. Also neuer Trainer ist immer ein bisschen Wundertüte. Im Endeffekt ist die individuelle Qualität von Leipzig einfach zu hoch für Bochum, das ja zudem auch ein Gegentor nach dem anderen frisst. Natürlich hat Letsch gesagt, dass er da jetzt erstmal Stabilität auf oder Fokus auf Stabilität legt, so rum. Trotzdem, also ich kann mir nicht vorstellen, dass Leipzig das nicht gewinnt. Deswegen, genauer Ergebnistipp. 3:0. Oha, klare Sache. Ich glaube, es wird nicht ganz so deutlich. Ich glaube aber auch an RB-Sieg 2-1 wäre jetzt mal mein Tipp, weil naturgemäß normalerweise, wenn ein Trainerwechsel erfolgt, also zumindest eine allzu schlechte Leistung gibt es dann nicht von der entsprechenden Mannschaft. Jeder will sich natürlich auch direkt unter dem neuen Trainer beweisen. Und RB, also gegen Gladbach, das war schon wirklich sehr, sehr dürftig, was sie da gespielt haben. Das war wirklich ein schwaches Spiel, deswegen. Sie werden was wieder gut machen müssen und das werden sie, glaube ich, auch. Aber ich glaube nicht, dass es so klar wird. Freiburg-Mainz wäre das nächste Spiel. Beide seit zwei Bundesligaspielen ohne Sieg. Holt diesmal jemand wieder ein? Ja gut, bei Freiburg waren es aber auch, glaube ich, zu Hause Gladbach und auswärts Hoffenheim. Da kann man schon mal Remis spielen. Und die haben ja schon auch wieder eifrig Punkte gesammelt, dazu in Europa einen stabilen Eindruck hinterlassen. Und Mainz ist so ein bisschen für mich Wundertüte und das werde ich, glaube ich, noch öfter sagen und das kann man auch öfter sagen über andere Bundesliga-Vereine. Da weißt du auch irgendwie nicht so richtig, was du kriegst. Die Punkten oder Punkten dreifach in Gladbach kriegen dann wieder von, glaube ich, Hoffenheim auf den Deckel. So ein bisschen Kuddelmuddel. Deshalb glaube ich, dass Freiburg das Spiel gewinnt und zwar mit 2:1. Jo, ich habe ein 2-0 stehen. Ich glaube auch, dass Freiburg das gewinnt. Mainz ist mir dann auch zu unkonstant, wobei man sagen muss, Platz 8. Also es ist auch wirklich wieder eine sehr ordentliche Saison der Mainzer. Trotzdem jetzt Ja. die letzten zwei Spiele, also sie sind nicht in der besten Form, kann man glaube ich so sagen. Du hast die Freiburger angesprochen, so unglaublich stabil. Die beiden Spiele, es waren beides ja 0-0s, hätten sie auch beide gewinnen können. Deswegen, ja, also wenn sie ihre Effizienz da zurückfinden in dem Spiel, dann werden sie das für sich entscheiden. Köln BVB und na klar, müssen wir ansprechen, die Rückkehr von Anthony Modest zu seinem FC. Ja, und die Rückkehr von Steffen Tigges, hallo? Absolut, absolut, völlig richtig. Ich vergaß, Junge, ich vergaß. reiß dich ein bisschen zusammen. Aber okay. Ja, gab es natürlich, wurde jetzt 2 Wochen lang eifrig auch, glaube ich, debattiert. Es ist jetzt an der Zeit für Derby-Held Moukoko, dass er auch mal wieder einen Startelf-Einsatz bekommt, weil ja Modest einfach noch nicht so gut funktioniert beim BVB. Jetzt ist Moukoko angeschlagen von der U21 zurückgekehrt. Erleichtert vielleicht Terzic auch so ein bisschen die Qual der Wahl. Weil es ist natürlich auch der Fall, wenn du jetzt Modest gerade gegen den FC rausnehmen würdest, das bricht, glaube ich, das kann so ein Spiel auch brechen. Ne? Zumal, wenn es ein Stürmer ist und der noch nicht so getroffen hat. Deshalb glaube ich schon, dass Modest spielt. Ob er trifft, ja, das werden wir sehen. Also, BVB hat erst 9 Saisontore, präsentiert sich zwar, also präsentiert sich defensiv wesentlich stabiler, hat aber erst 9 Saisontore. Trotzdem bleibt da noch genug individuelle Qualität, denke ich, um auch einen ja, relativ stabilen FC zu schlagen. Ich glaube, Tigges trifft einmal, Modest trifft einmal und Bellingham trifft einmal. 2:1 für Dortmund. 2-1 habe ich auch draufstehen und ich habe tatsächlich auch schon, ich sehe schon die Geschichte, Modest köpft BVB in Köln zum Sieg. Man wünscht es den Kölnern Ja. natürlich nicht, aber wer Jubelt weiß, das er? ist. Jubelt er Ja, nicht? das ist die eine Frage und die zweite Frage ist, wie ist der Empfang von den Fans? Weil es ist ja wirklich irgendwie nicht so schön ausgegangen am Ende. Also ich Ja, ich meine, die glaube nicht Leute, gut. es ist halt die Frage, ne? Ich meine, eigentlich, sie haben ihn geliebt. Aber gerade dann ist natürlich so ein Abgang, bricht natürlich den Kölnern das Herz. Und deswegen könnte es da schon ein paar Pfiffe geben, glaube ich. Ja, am Ende glaube ich auch, der BVB wird da einmal mehr nicht unbedingt souverän gewinnen. Aber für einen knappen Sieg, glaube ich, wird es am Ende auch reichen. 2-1 sagen wir beide. Frankfurt Union
Bleiben die Köpenicker auf Platz 1, ist natürlich die große Frage. Nee. Nee, Ganz einfach. weil ich glaube, Frankfurt knackt Union. Haben ja, glaube ich, noch kein Spiel verloren. Und Frankfurt jetzt zuletzt in Marseille gewonnen und verdammt, jetzt komme ich nicht drauf. Gegen wen haben die in der Liga Stuttgart. gewonnen? Stuttgart, danke. Ich glaube, die sind gut drauf. Ich glaube, die nehmen das mit. Auch wenn es Länderspielpause war. Und irgendwann ist es auch mal in der Zeit für Union. Ne? So schön die Geschichte auch ist, so stabil sie sich präsentieren. Ich sage 3:1 für Frankfurt. Ja, krass. Also drei Gegentore für Union, das muss eine Mannschaft erstmal schaffen, auf jeden Fall. Also, wir haben ja Das gestern auch drüber stimmt. gesprochen, also diese Disziplin in diesen Abständen, die einzuhalten, dass da wirklich keine Lücke entsteht, ist schon unfassbar, wie die das immer wieder hinkriegen. Ich glaub nicht, dass die Frankfurter das schaffen können. Ich glaube an 1 zu 1. Klar, die SGH hat ein bisschen das Momentum auf ihrer Seite vielleicht, zwei Siege in Folge. Aber zu Hause muss man auch sagen, haben sie sich immer schwer getan, wenn sie das Spiel machen mussten. Und das werden sie auf jeden Fall müssen gegen Union. Gegen Wolfsburg und Köln sah das leider gar nicht gut aus. Ich meine, tendenziell ist natürlich der Glasner Fußball auch ein Umschaltfußball. Deswegen glaube ich da an Remis. Ist schon was Wolfsburg-Stuttgart dran, ja. ist klar, also möglich ist immer alles, aber Let's see. Union ist halt einfach Union. Und Wolfsburg ist aktuell Wolfsburg unter Niko Kovac. Gegen Stuttgart jetzt ist auch da richtig, richtig Druck drauf. Vor allem für Kovac. Ist es ein Endspiel für ihn? Ja, da müssen wir Thomas Hiedel fragen. Richtig. Ich glaube, Kovac hat es eindrucksvoll fertiggebracht, möglichst schnell für schlechte Stimmung zu sorgen, ist so mein Eindruck, weil wenn ich höre, was er so sagt, also dass er zur Not halt sich und seinen Bruder einwechselt, auch weiß ich nicht, ob ich das jetzt als Spieler unbedingt hören wollen würde. Da ist schon irgendwie ziemlich miese Stimmung und ein ziemlich planloser Haufen, mag ich mal sagen, wo ich mich total schwer tue. Ich kann jetzt gar nicht sagen, was die gut können, ehrlicherweise. Auch die schießen keine Tore, haben irgendwie in Wolfsburg gewonnen, in Frankfurt, Entschuldigung. Ja, boah, schwierig, ey. Keine Ahnung. Sag du. Ja, mir fällt es auch total schwer, weil ich finde, das ist ein Spiel, da kannst du dich gefühlt gar nicht auf den Sieger festlegen, weil auch Stuttgart natürlich, ja, defensiv sehr anfällig. Ich weiß nicht, Stuttgart ist schwierig. Null Man Siege. hofft irgendwie immer, genau, und man hofft irgendwie immer, dass es jetzt mal, dass der Knoten jetzt mal platzt, weil eigentlich Potenzial da ist. Und es ja grundsätzlich sympathisch ist, dass sie halt auch als vermeintlicher Abstiegskandidat halt auch nach vorne spielen, aber es riecht so ein bisschen nach der letzten Saison, auch wenn jetzt mit dem Guirassy mit Sicherheit kein schlechter Nachfolger für Kalajdzic geholt wurde. Aber in dem Spiel, ich glaube, dass es für den Sieg auch nicht reichen wird. 1-1 wäre jetzt mein Tipp. Ich bin sehr gespannt, aber auf Sagadou, muss ich sagen. In ganz anderer Rolle, als er sie natürlich beim BVB hatte. Den habe ich tatsächlich schon wieder vergessen. Hast du recht. Du sagst 1:1, dann sage ich, das wird so ein richtig widerliches 0:0. Das ist natürlich auch absolut möglich, gerade bei dem Fußball, den Wolfsburger Entschuldigung. aktuell. Nö, es ist. Ich meine, aktuell muss man wirklich sagen, sieht es bei Wolfsburg nicht besonders schön aus. Ja, schauen wir mal, wie zäh das Ganze wird am Ende. Werder gegen Gladbach, Samstagabendspiel. Oh yeah, ja, Gladbach habe ich schon angesprochen. Defensive Stabilität ist, glaube ich, Trumpf aktuell. Was man so mitkriegt, macht Daniel Farke da wirklich einen guten Job, hat eine gute Führung, weiß, wie er die Spieler anpackt, wirkt extrem sympathisch. Also die sind schon sehr gefestigt. Auf der anderen Seite, Bremen macht Spaß. Trotzdem würde ich sagen, Gladbach gewinnt das, auch wenn Werder mal wieder in der 89. Tor macht, aber diesmal wird es nur das Anschlusstor sein, 2:1 für Gladbach. Stopp, nee, ich kann nicht schon wieder 2:1 sagen. 3:2. 3:2 Gladbach. 3-2. Viele Tore im Weserstadion sind wir natürlich gewöhnt. Ich glaube, es wird ein 3-1. Ja, also du sprichst es an. Gladbach ist wirklich stark, wie Daniel Farke in der Kürze der Zeit es auch geschafft hat, da schon die Mechanismen herzustellen, auch eine Balance zwischen Offensive und Defensive zu schaffen. Ja, und Werder, na gut, die kommen jetzt halt auch langsam ein bisschen vielleicht im Bundesliga-Alltag an. Ne? Vielleicht dieser
Faktor Highlight-Spiele, den du vielleicht als Aufsteiger in den ersten paar Wochen noch hast, der verfliegt jetzt vielleicht so langsam. Muss man sich, glaube ich, trotzdem noch keine Sorgen machen bei Werder, aber ich glaube, gegen Gladbach reicht es da nicht zum Punktgewinn. Sonntag, wir sind beim Sonntag angekommen. Hertha Hoffenheim, das wäre nämlich unser nächstes Spiel. Ja, mehr Sonntag geht nicht, ne? Ja, absolut. Entschuldigung. lass schnell machen, oder? 0-1, jetzt du. Oha, ohne Begründung. Ja, komm, dann, also ein bisschen was müssen wir den Leuten schon an die Hand geben. Ich glaube auch, es wird ein Tor Unterschied. Ja, okay. 2-1 hätte ich jetzt gesagt. Ja, Hertha ist für mich konfus. Also schon besser als letztes Jahr. Aber Hoffenheim hat es ja bis jetzt gut gemacht unter Breitenreiter. Deswegen ist einfach auch so ein bisschen Bauchgefühl jetzt. Ich glaube, das wird ein Sonntagskick, der von einem Elfmeter von Kramaric entschieden wird. Ja, er kommt langsam aber besser in Fahrt. Sonntagskick. Natürlich. Obwohl er verschießt ja jeden Elfmeter. Stopp. Freistoßtor Kramaric. So. Das würde dem Sonntagskick auch ein bisschen mehr Würze verleihen. Nee, ich kann mir vorstellen, dass es so schlecht vielleicht gar nicht wird. 2-1 wäre jetzt halt mein Tipp. Aber du brauchst halt der Defensive von Hertha nicht mit schnellen Spielern kommen. Ne? So, und davon hat die TSG halt ein paar. Ritter, Baumgartner. Wenn die auf Kempf, Uremovic und Plattenhardt stoßen, dann glaube ich, wird es schwierig für die Hertha-Verteidigung. Das war jetzt mal so das Erste, was mir da so ein bisschen in den Sinn gekommen ist. Aber man muss ja absolut sagen, also Hertha hat sich wirklich gesteigert die letzten Spiele. Ich glaube trotzdem nur, wenn man sich jetzt allein mal die Spielanlage der beiden Mannschaften anguckt, stehen die Chancen da nicht schlecht, dass Hoffenheim da gewinnt. Und wir haben ja scheinbar beide das gleiche Gefühl. Bin ich gespannt, was du beim letzten Spiel sagst. Schalke, Augsburg. Und das, wo du gerade gesagt hast, riecht nach Sonntag, das Spiel riecht für mich nach Abnutzungskampf. Ja, das kann ich verstehen. Augsburg hat es gut gemacht gegen Bremen und Bayern. Berisha hat sich extrem gut eingefunden. Ist für mich so irgendwie dieser klassische Mandzukic, gegen den willst du nicht spielen. Der ist so eklig und robust. Jetzt wiederum treffen sie halt auf eine Mannschaft, die ihnen eigentlich nicht liegt. Also gerade als sie in dieser Saison Fußball spielen mussten, haben sie sich extrem schwer getan, haben sich überhaupt keine Chancen rausgespielt. Schalke, ja, mit 40% Ballbesitz den geringsten Anteil der Liga. Das ist nicht schön. Das war aber auch jedem klar, dass das nicht schön wird. Das kann natürlich zäh werden, wie du sagst. Ich bin gespannt, macht Schalke das Spiel? Ich kann es mir fast nicht vorstellen. Auch wenn es Schalke, nominell ist es natürlich Schalke gegen Augsburg. Da war das so eigentlich klar, ist Schalke der Favorit. Aktuell sind sie es meiner Meinung nach nicht. Von daher, erzähl du erstmal, dann kann ich gerne zuerst tippen. Ja, also ich stelle mir dieselbe Frage wie du. Also eigentlich müsste man ja sagen, wenn sie unter Enrico Maaßen den Ansatz verfolgen, auch ein bisschen mehr mit dem Ball zu machen, dann wäre das Spiel ja prädestiniert dafür, dass Augsburg das langsam auch mal, weiß ich, sie werden ja Inhalte in die Richtung haben im Training, dass sie es da auch umsetzen. Deswegen sehe ich vielleicht sogar den Ball dann eher bei Augsburg. Ja, aber du sagst es, so viel haben sie damit bisher noch nicht angestellt. Aber Schalke, ja, ich meine, in einem Heimspiel gegen Augsburg, ich denke mal, da erwarten die Fans jetzt auch mal einen Sieg. Ich meine, musste halt auch langsam anfangen, vielleicht auch noch ein bisschen mehr zu punkten. Schlecht war es jetzt bisher auch nicht, aber ne, ein Sieg bisher. Ja, aber am Ende, ich glaube, es wird eine Defensivschlacht. Das ist für mich ein 0-0. 0-0, was für ein Kacktipp. Okay. Was soll ich machen? Ich sag 1-2. Das wäre dann der dritte Sieg in Folge und ein neuer Rekord, weil 4 Siege aus den ersten 8 Spielen hat Augsburg nie geschafft. Und, ganz wichtig, Augsburg hat noch nie an einem 8. Spieltag gewonnen. So, da habt ihr mal ein paar Infos. Geil. Leute, der Mann hat ganz tief im Kicker-Datenkeller gegraben. Hast die Datenkollegen aber richtig strapaziert für die Statistik, oder? Wie sagst du? Absolut. Auch das ist natürlich möglich. Also wäre natürlich, muss man sagen, nachdem ja auch durchaus schon Kritik aufgekommen war, jetzt vor ein paar Wochen noch, dass es unter Enrico Maaßen auch nicht wirklich eine Weiterentwicklung gab. Es wäre schon eine Ansage, wenn sie es da gewinnen und dann stehen sie wirklich richtig gut da. Und dann sieht es mal wieder danach aus, dass sie wieder die Klasse halten. Aber gut, jetzt sind wir noch ganz früh in der Saison. Wir sind aber gespannt. Danke dir, Mario, auf jeden Fall. Und jetzt sind wir natürlich gespannt, ob du die 9 richtigen am Ende, ob die dann fallen. Ja, danke auch. Hat Spaß gemacht. Und viel Spaß dann natürlich heute Abend dir im Stadion beim Spiel Bayern gegen Leverkusen. Und euch, vielen Dank fürs Zuschauen. Schönen Spieltag euch. Schönes Wochenende. Macht's gut. Ciao.